Ich habe eigentlich fast 10 Jahre gar keinen Bezug mehr zu Fahrrädern gehabt. Weil logisch, Führerschein, Auto, fährt man sogar zum nächsten Zigarettenautomaten mit dem Auto. Weil mein damaliges Auto dermaßen abgeranzt war, wollte uns der TÜV nicht mehr zusammenlassen, nachdem wir ein halbes Jahr gezogen haben. Heißt, ich habe an Arbeit wieder mit dem Fahrrad müssen. Da ist dann der erste Geschmack wieder zum Fahrradfahren kommen, hat sich dann immer mehr entwickelt und in der Dokumentation über Fahrradkuriere bin ich dann auf die Fixed Gear Bikes gekommen. Fixed Gear oder Single Speed ist im Prinzip das gleiche. Die einen haben wirklich einen starren Gang, heißt man kann vorwärts wie rückwärts fahren, und die Single Speed haben eine Rücktrittbremse oder einen Freilauf, dass man also nicht permanent durchtreten muss. Design hat mich wahnsinnig fasziniert von den Fahrrädern. Daraufhin habe ich dann im Bekanntenkreis einfach mal rumgefragt, ob nicht irgendjemand ein uraltes Fahrrad hat, wo ich halbwegs herrichten kann. Aus dem ist dann ein hellblaues Rennrad aus den 70er Jahren von der Firma Eplikon. Weil ich dann autodidaktisch, keine Ahnung von nichts, angefangen habe zum Pfuschen, sage ich mehr oder weniger. Aus dem ist dann der wunderschöne schwarze Renner geworden, mit dem ich aber so gut wie jeden Tag unterwegs bin. Das Ganze hat sich dann einfach weiterentwickelt, dass mich Leute darauf angesprochen haben, ob sie nicht auch so ein Fahrrad haben könnten und ob ich nicht Lust hätte, so eins zu bauen für die. So ging das Ganze los, dass jetzt stark an individuelle Räder als Einzelstücke angefertigt werden. Also jedes Fahrrad ist absolut individuell. Möglicherweise kommt irgendwann mal eine Kleinserie von einem Rad, was 5-10 Mal produziert wird. Aber 99% sollen definitiv Einzelstücke werden und nicht noch ein zweites Mal auf der Straße unterwegs sein. Alte Fahrradrahmen möchte ich eigentlich hauptsächlich verwenden, eigentlich auch als Gegenentwurf von der ganzen Wegwerfgesellschaft. Weil alles, was kaputt und alt ist, wird mittlerweile weggeworfen. Das, was andere Leute wegwerfen, kann man mit ein paar Handgriffen dann doch wieder zu was sehr Edlem machen und was Schönem. Fixies oder Starkgangräder sind ja momentan der Trend schlechthin. Warum meine ausschließlich Starrgang heißen sollen, hat einen einfachen Grund. Starrgangräder hießen sie von Anfang an und das ist einfach die ursprünglichste Form vom Fahrradfahren, seit Pedale dran sind. Es ist auch ein Wahnsinnsgefühl, mit einem festen Gang, ohne Bremsen, einfach zum Fahren. Zum einen ist man wahnsinnig schnell, aufgrund des niedrigen Gewichts. Auf der anderen Seite spürt man halt jeden Kieselstein auf der Straße. Die Reifen sind mit 6 Bar aufpumpt. Ich muss permanent treten. Wenn ich aufhöre zum Treten, bleibe ich stehen oder liege auf der Nase. Aus dem Grund ist das einfach ein Wahnsinnsfahrgefühl. Andere sagen, sei schöner wie Fliegen. Ich habe keine Ahnung, ich habe Schiss vom Fliegen. Aber ich kann es mir so vorstellen.